Hey, ich bin Timo und diese Prefers hier sind immer noch cool. Sie sind alle mindestens 20 Jahre alt. Zweitens sind die alle zu einem sehr erschwinglichen Preis erhältlich. Und Nummer 3, sie haben eine sehr interessante Duft-DNA. Manche ein bisschen sehr markant männlich, manchmal sinnlich süß. Alles schön durcheinander gemischt und ja, was ist denn dein Lieblingsduft, ne, der mindestens 20 Jahre alt ist? In die Kommentare, welche findest du immer noch sehr interessant, obwohl sie in Anführungsstrichen alt sind, ganz egal, ich finde, auf die Duft-DNA kommt es an, ja. Also, lass uns doch mal loslegen, oder? Ich denke schon. Ab geht's. Meine lieben Duftfreunde, wir beginnen mit einem Parfum, das habe ich noch nie auf meinem Kanal zuvor erwähnt und ich sehe es auch sonst irgendwie nirgends. Also gut, dass du hier und jetzt dabei bist bei Moschino. Umo? Ja, mit Fragezeichen. Was erwartet dich hier? Du bekommst einen holzig frischen Duft, der ist absolut zeitlos. Weder ist der zu modern noch zu oldschool, einfach genau im Sweet Spot. Ah. Und der hat auch ein bisschen was Leckeres, ja? Also du hast hier Kumquat, das ist so orangenähnlich, sag ich mal. Dann hast du Muskatsalbei, Moschus, boah, lecker. Leicht seifig, etwas süß und floral, prima für den Alltag. Und der kostet auf 125 ml unter 20 Euro. Ein absoluter Schiepi. Ja, die Haltbarkeit ist nicht so krass, aber sprühst ein bisschen mehr hier, zack, und dann ist das auch in Ordnung. Auf jeden Fall ist der abschnüffelbar. Würde ich eine Bar aufmachen? Ich würde die abschnüffelbar nennen. Ja, die Schnüffelbar. Das ist eine, mit so einem Sprüher, egal. Dieser Duft, also ja, ich wurde in den 80ern geboren. Ich weiß, ich sehe noch so jung aus, aber hätte ich dort, also wäre ich noch älter gewesen, ja, und hätte da Dates gehabt in den 80ern, das wäre mein Date-Duft, weil das ist so ein One Million der 80er. Süß, charismatisch, trotzdem so ein charmanter Duft. Ja, der ist richtig cool. Das ist von Calvin Klein einer, na, wer weiß es? Obsession, jo. Und zwar das Eau de Toilette. Der ist krautig, männlich, markant, aber trotzdem süß, ja, mit Zimt. Auch so leicht orientalisch, Vanille. Der ist richtig schön, ja. Aber wie gesagt, diese 80er Sachen sind meistens so ein bisschen kantiger, so krautig. Hast du auch hier. Aber ich finde den richtig interessant, auch noch für die heutige Zeit. Riecht hier aus diesem Sprüher nicht ganz so interessant wie auf der Haut. Von daher gerne mal testen und der ist super, super preiswert. Habe ich auch schon gesehen für um die 20 Euro. Also komm, ne? Kann man nicht sagen. Der nächste, da denkt man so, 20 Jahre schon? Wo ist die Zeit geblieben? Ja? Montblanc, individuell. Ja, hat mittlerweile 20 Jahre auf dem Kasten. Ne? Sieht auch ein bisschen aus wie ein Kasten. Ein frischer und süß-fruchtiger Duft mit einer Himbeer, auch ein toller Alltagsduft für ja, 35 Euro. Komm, knallst du ein bisschen rauf. Ist so Job Om in Himbeer, etwas mehr frische Wäsche-Charakter. Finde ich absolut Hammer, ja. Habe ich mir gekauft wegen Jeremy, hat davon das hoch und runter gepredigt und bereue ich nicht. Finde ich immer noch sehr, sehr gut. Ja, ein bisschen synthetisch so, aber ey, komm, 35 Euro. Ein Duft. Kuss geht raus dafür. Der nächste, da musst du schon so ein richtiges Bürschchen sein, ne? Guckst gerne Knight Rider, hast so ein Vollbart, nee, Quatsch, Vollbart, hier so ein Schnurrbart vielleicht so, ne? So richtig 80s-mäßig. Hast so David Hasselhoff-Poster bei dir im Kinderzimmer mit über 40, keine Ahnung, aber ja, du bist so ein richtig markanter Kerl. Dann hast du wahrscheinlich diesen Duft hier im Duftherzen. Von Davidoff, nein, nicht Coolwater, sondern Zino. Ne? Anfangs hast du hier so richtig stark, auch herbe Bergamott mit Lavendel. Und dann kommt oh, richtig viel Dunkelheit auch. Ne? So Patchouli, Amber, auch so ein ja, rauchigen Kern, erdig auch. Da musst du aber auch für gemacht sein. Ne? Trotzdem, ich finde den immer noch sehr interessant. Und wenn du so ein markanter Kerl bist, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ne? Ist ja immer, finde ich, eh Geschmackssache, ja, was man macht und was nicht. Aber, mein Lieber,
Das ist einer, da musst du ein richtiger Bursche sein für. Aber die meisten Sachen heutzutage sind also glatt gebügelt und hier und da und der ist ein bisschen kantig, kerliger. Also, ne, gerne mal ausschnüffeln. Das hier, der ist absolut bekannt. Aber trotzdem, den muss ich hier reinbringen, weil du sagst, ich möchte einfach einen süßen Duft haben, der funktionieren soll und günstig. Ja, komm. Job, Om, das Eau de Toilette. Wir kennen ihn alle, ja, Orangenblüte, sehr süß, Vanille. Der riecht für mich wie so ein Kirschlolli. Der ist schon gut. Der ist richtig gut. Ja, ich weiß, riechen viele, aber ganz egal. Auch wenn immer alle sagen, ah, ist jetzt oft gekauft und tragen so viele. Aber wenn du den magst, ja, trag einfach das, worauf du Bock hast. Ob es ein Sommerduft ist im Winter oder wie auch immer, ob es ein Frauenduft ist. Und wenn du den magst, trag ihn, hab Spaß. Das ist das Allerwichtigste. Ne? Und das Zweitwichtigste ist wahrscheinlich dann der Preis. Und der ist hier auch gut. Der nächste hat auch einen guten Preis, der ist sexy, der ist nicht ganz so oft getragen wie der Job Om, aber, der Flakon ist ein bisschen komisch, aber ansonsten, ja, das ist dieses abgespacede Ding hier. Rochas Man, ein sehr süßer, leckerer Duft, ja, so eine sehr leckere Kaffeenote, klarer Moschus, Himbeer, der macht Bock, der macht Bock. Ein schöner, angenehmer, leicht, ja, ich will nicht sagen cremig, aber... Man möchte da schon ein bisschen reinbeißen, ne? Sehr interessant. Und für das Geld ist es ein wahnsinniger, schöner Duft. Auch für den Alltag. Ja, sollte vielleicht ein bisschen kühler draußen sein. Herbst, Winter, Frühling, da klappt der gut. Warum denn nicht? An den denkt irgendwie auch gefühlt gar keiner mehr, ne? An diese Lava-Lampe. Der nächste ist wieder was für die kantigen Kerle da draußen. Und falls du einer bist und sagst, ja, ich möchte schon ein bisschen was Frisches haben für den Alltag, aber es soll kantig kerlig sein, ja, damit es auf mein Brusthaar auch wunderbar projizieren kann, das ist Dracar Noir. Das ist wirklich ein 80s Duschgel-Duft. Der ist wirklich, boah, Zitrone, Lavendel, boah, auch dieses Grüne hier drin, ja? Eichenmoos vor allem. Und wenn ganz viele grüne Komponenten hier drin sind, dann hat es für mich immer so einen 80s-Touch und hier auf jeden Fall, ne? Also richtig moosig auch, grün, aber markant, ne? Trotzdem fresh, nice, wie so ein 80s-Duschgel riechen, kriegst du hier und auch hier, Preis, richtig gut. Richtig gut ist auch der, den kennt der ein oder andere schon, aber er ist einfach top und deshalb ist er auch hier dabei. Das ist von Versace, The Dreamer, ein blumiger Duft, der absolut toll ist für so einen Mann im Alltag. Auch der im Büro, ne? Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Tabakblüte, dann hast du so ein bisschen Amber mit drin. Ich finde ihn gut, ja. Johnny Versace in Las Vegas in den 90s, ne? So riecht das für mich jedenfalls. Der nächste riecht für mich nach Italien, so urig, sexy, elegant. Und das mit einem Ryanair-Flieger, weil der ist recht günstig, dieser Duft. Das ist Roma, Umo. Hier hast du echt so ein, ja, so ein, was Süßes, ja, Vanille wieder, etwas Mandarine mit dabei. Ja, leicht orientalisch, angenehm und wirklich, das riecht für mich wie Rom. Ich war einmal da bisher, aber sofort passt diese Assoziation dazu. Feurig, interessant, Temperament und das für wenig Geld. Richtig, richtig schön. Hat irgendwie gar keine mehr auf dem Schirm, oder? Der ist voll gut, ja. Kann man in jeder Drogerie mal eben kurz schnüffeln gehen. Den rauf, kostet glaube ich 18 Euro oder so. Ja, auch für ein Date im Sommer. Soll ich noch ein bisschen mehr hier? Richtig toll. Das war zu viel. Der nächste und damit auch letzte Duft, der muss hier einfach rein. Der muss einfach rein, gerade wenn du sagst, Timo, gib mir einen Duft, ist mir egal, ja, hast du ja auch gesagt. Der kann vielleicht öfters getragen werden da draußen, aber wahrscheinlich auch mit einem guten Grund, oder, Timo? Ja, sagst du, weil er ist günstig, er riecht sexy, er funktioniert, ein Veteran der Düfte, oh, gerade in Sachen Dates, ja, ihr wisst. Da ist er, Jean-Paul Gaultier's Le Male, das EDT. Minze, Lavendel und dann so viel Süße hier. Ah, das ist schon ein sexy Teil, ja. Auch dieses
Putrige hier drin, das finde ich so ein bisschen verrucht. Boah, immer noch ein Hammerteil. Ja, der soll ja früher viel heftiger gewesen sein und so, aber ganz ehrlich, für kleines Geld, sexy riechen. Blende aus, wenn andere sagen, das wird zu oft getragen. Sage ich auch, mehr so als Achtung könnte sein, nicht, dass du enttäuscht bist und denkst, oh, den hat ja gar keiner, toller Tipp. So ist es nicht, aber das ist doch echt egal, ich finde es ist egal. Ne? Trotzdem sei es nochmal erwähnt als kleiner Service, aber das wissen wir alle. Aber wir wissen auch, wie gut der ist. Und wir wissen auch, dass die Damen den mögen. Na? So, kennst du noch weitere Parfums, die mindestens 20 Jahre alt sind, die richtig, richtig toll sind, ob bekannt oder unbekannt? Es gibt nämlich so viele, ich bück mich mal. Ich wünsche, es wird mal wieder eine Frau aus. Nein. Klar, Cool Water, kennen wir alle. Sehr alt, immer noch nice. Haltbarkeit ist eher so lala. Skulptur, ein so schöner, frischer, süßer, blumiger Duft. Fuhr letztens ein Typ mit einem Fahrrad an mir vorbei, hat den getragen und dachte mir, ah, was war denn das? War echt gut. Ah, das war Skulptur. Hammer, ne? Auch hier, wenig Geld, ist relativ alt, aber trotzdem gut, ne? Von daher immer ausblenden, ne? Wenn ihr auf Parfumo guckt, oh, ist ein bisschen älter, oh, schlechte Bewertung. Im Zweifelsfall testen. Nicht, dass irgendwie, ja, ihr ein Hammer krassen, geilen Duft verpasst, nur weil da ein schlechtes Ranking ist. Nein, macht euch bitte immer selbst ein Bild. Ne? Egal, was ich euch sage oder irgendwelche anderen, immer selbst ein Bild machen. Aber man kann das Ganze ja so als kleinen, ja, ich würde mal sagen, Tipp immer mal nehmen. Ne? So, und nun habe ich aber echt genug geredet. So, du schreibst mir in die Kommentare, was es so sonst noch für geile Düfte gibt, die ein bisschen älter sind. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Dein 20-jähriger Timo. Naja, die Zeit ist vorbei.